Meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video nach einer etwas längeren Pause. Und ich habe euch eigentlich so viel zu berichten, denn es ist echt eine Menge passiert in den letzten Monaten. Beginnen möchte ich heute mit den ersten Turnierschleifen für Q, denn es gab tatsächlich 2 Erfolge zu verbuchen und ich war noch nicht mal dabei, denn ich war im Urlaub. Ich war im August 3 Wochen in Amerika. Und in der Zeit hatte es sich angeboten, denn bei uns in der Nähe waren 2 Turniere eigentlich perfekt für den kleinen Q ausgeschrieben. Nach dem letzten Turnier im Mai hatte Q etwas Pause und war auch vom Training wieder ein bisschen runtergeschraubt worden bis zum Sommer. Denn dann haben wir wieder angefangen, alles in Fahrt aufzunehmen, Dressur sowie Springen. Der Foko war auch vorher ein bisschen mit seiner Uni noch beschäftigt und alles. Und so war das eigentlich zeitlich optimal, dass es bei uns 2 Turniere, wie gesagt, in der Gegend gab, die Springpferdeprüfungen der Klasse A für 4-Jährige ausgeschrieben haben. Also rein nur für 4-Jährige Pferde. Das ist nicht so häufig bei uns, leider. Und zudem waren es jetzt auch 2 Turniere, wo einfach die Rahmenbedingungen auch noch zusätzlich perfekt gepasst haben. Also was die Böden und Orga und alles drumherum angeht. Und da es eben diese Prüfung nicht so häufig bei uns gibt, habe ich gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn du das Pferd auf dem Turnier reiten möchtest und ich nicht da bin. Meine Eltern waren dabei, meine Freunde waren dabei, der Foko war natürlich dabei. Ich vertraue den allen blind, also deshalb war das für mich überhaupt nicht in Frage gestanden, dass ich sagen musste, oh Gott, ich will unbedingt dabei sein, sondern ich gesagt habe, alles klar, macht ihr mal. Vielleicht ist es auch besser, wenn ich da nicht dabei bin, dann nerve ich euch alle nicht mit meinen Nerven. Donnerstags stand also eine Springpferdeprüfung der Klasse A für 4-jährige Pferde in Wallau an. Also die erste Springpferdeprüfung überhaupt für Q. Das erste Mal richtig wieder Parcours springen, also nach Mai, nach dem Turnier. Das war ja eigentlich auf dem Turnier erst sein 2. Parcours. Hat Foko vor diesem Turnier tatsächlich nur einmal an einem Auswärtstraining, einmal einen kompletten Parcours gesprungen. Ansonsten haben wir uns immer, oder er sich so ein bisschen auf Einzelsprünge oder mal eine Distanz konzentriert, eben halt kein kompletter Parcours. Das heißt, dieser Parcours war Qs 4. Parcours, den er im Gesamten überhaupt gesprungen ist. Ich habe mich in der Hinsicht sehr gefreut, denn ich habe eine komplette Live-Berichterstattung von vor Ort bekommen. Bei uns war es, ich weiß jetzt gar nicht, 3 Uhr in der Nacht irgendwann. Ich bin auch extra aufgestanden, habe das schon irgendwie alles mitverfolgt, mitgefiebert. Bei dem Turnier war auch der Vorteil, das wurde noch über Clip My Horse übertragen und deshalb, ich saß wirklich dann auch vor meinem PC, schaute immer auf mein Handy, was kam, ich für Nachrichten bekommen und. Alles in allem war es so, wie wir uns das auch schon nach dem Turnier im Mai gedacht haben. Q war super entspannt, also andersrum, beim Fertigmachen war ein bisschen kribbelig, das lag aber auch daran, es war sehr windig und hier war ein Flatterband, das hatte alles geflattert, geweht und so, da war er schon so ein bisschen nervös, aber sobald Foko drauf saß, war alles vergessen und er war einfach entspannt, vom Öhrchen bis zur Schweifspitze komplett, also beim Abreiten, beim Parcoursbesichtigung, also das ist alles so, er denkt immer so, who cares, also es juckt ihn einfach nicht, er macht so seinen Stiefel, er guckt nicht rechts, nicht links. Also man kann ihm wirklich auch am langen Zügelschritt reiten zwischen den anderen Pferden. Das ist ihm einfach alles egal. Dann gingen sie also los, die 2. Turnierprüfung von meinem Q. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mein Herz gerast hat, wie aufgeregt ich wirklich war, obwohl ich eigentlich so viele Kilometer entfernt war. Aber ich war schon echt sehr nervenaufreibend für mich. Ich zeige euch jetzt die Prüfung von vorne bis hinten mit allem drum und dran, inklusive Notenvergabe. Dann könnt ihr einfach selbst hinhören, was die Richter dazu zu sagen hatten. Im Preis der JL Fahrzeug GmbH schauen wir jetzt auf Foko Pfeiffer. Er kommt vom RSG Wiesbaden und bringt mit
den vierjährigen Quartos Rubin, ein Sohn des Quarterback aus einer Lord Loxley Mutter. Zeit. Grundnote hier 7,8, 0,1 für Zeitüberschreitung, verbleiben 7,7. 7,8 in der ersten Springfeder A. Ich meine, hallo, was will man mehr? Klar, 0,1 Abzug wegen Zeit. Aber wir sind ja nicht in einem Zeitspringen. Foko hat echt eine super lässige Runde geritten. Und man hat auch gesehen, so ein, zwei Mal ist er so ein bisschen zum Sprung, ein bisschen dicht gekommen, aber er hat ihn einfach machen lassen. Er muss halt einfach lernen, auch selbst zu gucken. Und ich war so happy, also das brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Es war so ein wahnsinniges Gefühl, so ein tolles Pferd zu sehen, wo man weiß, ey, der ist mir. Also das ist wirklich, der ging da rein in diese Prüfung, der galoppierte da lang, der glänzte. Ah, ich habe echt gesessen, es ist Wahnsinn, ist das wirklich mein Pferd? Dann hieß es erstmal warten, weil ich sag mal, eine 7,7 ist ja jetzt keine sehr schlechte Note, aber es ist halt eben auch ein Turnier gewesen mit einem wahnsinnig starken Starterfeld. Und so war es, dass dann erstmal mal ein bisschen runtergerutscht ist, dann eine Zeit lang haben die Leute sich wieder hinten dran gesetzt. Also war es am Ende tatsächlich echt sehr knapp und wir konnten uns am Ende über einen 7. Platz in der ersten Springpferde A freuen. Und da haben wir uns auch wirklich alle sehr gefreut vor Ort. Die haben gleich einen Sekt gekippt. Ich habe mir in Amerika auch was gegönnt, weil darauf musste man einfach irgendwie imaginär anstoßen. Und ja, happy bis sonst wohin. Freitags hatte der Kleine dann Wiesentag, Koppeltag frei und Samstag, Sonntag hat der Foko ihn locker geritten, denn bereits montags war der nächste Jungpferdetag in Mainz-Bretzenheim. Dieses Turnier ja, lag sehr dicht an dem anderen. Auf der einen Seite hatten wir gedacht, es kombiniert sich sehr gut, weil eben nicht so viel Pause zwischendrin ist. Und Q ist wirklich so ein Typ, er stresst sich nicht auf dem Turnier. Also er hatte in Wallau nicht ein nasses Haar an sich, also es war ihm alles egal. Und deshalb haben wir auch gesagt, nehmen wir das an dem Montag ruhig mit. Ich wieder natürlich aus der Entfernung, diesmal leider ohne Clip My Horse, aber trotzdem mit wunderbarer Live-Erstattung. Und auch hier war es so, dass Q wieder extrem entspannt war und er einfach so tut, als ob er schon das 50 Mal gemacht hat und ihn das eh alles nicht interessiert. Auch jetzt zeige ich euch einmal die komplette Prüfung und es wird ein bisschen lustig, das sage ich euch, denn Q hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen, um einmal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also seid gespannt.
Quartos Rubin B, deutsche Sportpferd vom Quarterback aus einer Lord Lock CD, Mutter, Foco Pfeiffer, Sattelreitsportgemeinschaft Wiesbaden, 1943. Mit Quarterbacks Rubin, Quartos Rubin B, so der richtige Name, 8,0 und mit Rang 2 im laufenden Weg. Ja, das war der Ritt und hallo, eine 8,0. Wir haben uns gesteigert nochmal zu den Tagen davor. Eine 8,0. Alter, ich bin so ausgerastet, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also das war so unfassbar und natürlich war ich auf der einen Seite so traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber ich habe mich innerlich so gefreut, auch einfach, weil es einfach zeigt, dass der Weg, den wir bisher gegangen sind, genau richtig war. Und dass man auch nicht mit 50 Mal Parcours reiten und alles 1000 Mal trainieren Erfolge feiern kann im Prinzip. Auf Rang 3. Ja, der Wert wurde von 8,0. Foco Pfeiffer, Quartos Rubin B, 1943 hat er vorgestellt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt das dritte Turnier, die zweite Springpferde, die zweite Schleife. Was will man eigentlich wirklich mehr? Also dieses Pferd überrascht uns von Tag zu Tag. Mal positiv, mal negativ. Gibt's auch. Aber er macht einfach unheimlich, unheimlich, unheimlich viel Freude. Und es war wirklich ein ganz, ganz tolles, langes Wochenende, wenn man so möchte. Und ich bin ja dann kurz darauf auch wiedergekommen und habe mir dann 2 Wochen Bootcamp gebucht. Denn dann ging es für mich das erste Mal aufs Turnier mit dem Q. Und ich sag euch, das war eine ganz andere Nummer. Dazu komme ich aber im nächsten Video. Ihr könnt euch freuen, denn das kommt am Donnerstag schon online. Das ist schon quasi in der Pipeline vorbereitet. Sonst sprenge ich hier den Rahmen und ein bisschen was erzählen zu meinem persönlichen katastrophalen Auftritt. Möchte ich dann auch noch. Ciao, bis zum nächsten Mal.